herzlich willkommen hier zu einer super, sehr, sehr spannenden, gediegenen, mit Stars aus dem Internet gespickten Talkrunde. Na, ich freue mich schon seit einer Woche auf diesen Termin. Er ist von langer Hand geplant. World of Tanks 1.0 ist draußen. Die Leute, die vielleicht schon mal das eine oder andere Mal hier eingeschaltet haben, wissen, dass ich unglaublich gerne World of Tanks mag und mich deswegen eventuell auf diesen Tag hier freue. Denn du, Jörn, bist bei Wargaming angestellt. Genau. Du bist der Pressesprecher oder wie nennt man das? Der PR-Manager. Muss die Jacke hier noch ein bisschen. PR-Manager, ganz genau. Erster Mann genau. Hinter dem Spiel sozusagen. Du betreust Deutschland oder auch Österreich und Deutschland, Schweiz? Österreich und die deutschsprachige Schweiz. Genau, und ihr sitzt da in Berlin. Ihr regelt den ganzen Kram, wenn die Gamescom kommt. Da hast du viel zu tun, da rennst du überall rum. Jetzt ist auch gerade wieder viel zu tun. Ja, ne? Genau. Darf ich schon auf den Chat eingehen? Ja, weil der, was los? Moin Drift. Meine Jungs sind schon am Start. Deine Jungs sind schon am Start. Wunderbar, dass du da bist, ja, um dich vorzustellen. Andreas Gutzeit ist dein echter Name. Man kennt dich, oder ich kannte dich ursprünglich unter dem Namen Maus Akrobat. Genau. Du bist der größte deutsche World of Tanks YouTuber, kann man das so sagen? Nee, so kann man das nicht ganz sagen. Es gibt schon noch den einen oder anderen. Von der Größe her schon. Motality hat schon ein paar mehr Abonnenten. Aber so Motality, Mailand, Maus Akrobat, die 3M, das sind schon so, denke ich, die größten. Ach, habt ihr zufällig auch ein Team oder so, das die 3Ms heißt? Und macht nee, da? Also grundsätzlich ein Team nicht, aber mit Mailand mache ich jeden Mittwoch zusammen einen Stream. Also das machen wir jetzt auch schon relativ lange, ich glaube ein Dreivierteljahr, und läuft ganz gut. Kommt, denke ich, ganz gut an. Und aber YouTube mit den Videos bist du, glaube ich, schon länger am Start. Ne? Du machst so, wie nennst du das, wenn dein Startbildschirm kommt, steht da Taktik, bla bla und bla bla. Wie nennst du das? Ja, ich habe vor 2 Jahren mit YouTube angefangen und habe eigentlich versucht, das, was ich früher im Forum so geschrieben habe, in Videos zu packen, so Tutorials mache ich, Gameplay-Analysen. Tutorials, Taktiken, Analysen, so nennst du das. Genau, ja, so schnell, jetzt fällt's mir ein. Ja, du gehst ein bisschen tiefer ins Spiel rein, weil World of Tanks, man nennt es ja Metagame. Ja. Also wenn man den Anfang gerafft hat, wie das Spiel funktioniert, ist da noch viel, viel mehr. Das nennt man Metagame und da kann man Tage, Wochen, Jahre drüber reden, ja, analysieren, genau. Diskutieren. Wir machen ein bisschen, eine Stunde von diesem Diskutieren heute, denn es gibt ja diesen großartigen Aufhänger. Wir haben es alle gestern schon ausprobiert, seit gestern ist es da, die 1.0-Version von World of Tanks. Es ist seit wie vielen Jahren in einer Vorab-Version, in einer Beta? Weißt du das, Jörn? Ja, also die Beta ist damals in Russland gestartet, 2010. Vor acht Jahren, genau. Mhm. Und 2011 kam es dann zu uns nach Europa. Also jetzt auch schon 7 Jahre. Ja, und dann haben wir uns gedacht, jetzt wird es mal Zeit für 1.0 langsam. Ja. Und was heißt das? Normalerweise heißt 1.0 bei anderen Spielen, die mit dieser Early Access Phase agieren, die eine Beta rausbringen oder so. Bei den meisten ist dann einfach nur, ja, okay, jetzt ist es fertig, jetzt ist gut. Aber es verändert sich nicht viel. Genau. Bei euch ist es im Grunde ein komplett neues Spiel gewesen von heute auf morgen, oder? Habe ich recht? Also komplett neu. Man erkennt es fast gar nicht wieder. Genau, also man erkennt es nicht wieder, aber es ist kein neues Spiel. Also das Spiel ist schon im Grunde noch genauso, wie es vorher war. Die Panzer sind die gleichen, das Verhalten der Panzer ist das gleiche, Matchmaker etc. ist das gleiche. Was neu ist, ist Grafik und Sound. Die Engine. Die Engine, genau. Und zwar gibt es eine komplett neue Engine, das ist die Core Engine. Da haben unsere Leute in Minsk 3 Jahre lang dran gearbeitet jetzt. Ja. Haben eine eigene Engine dafür entwickelt, um das Spiel mal auf einen neueren Stand zu bringen. Und haben 30 Karten jetzt komplett überarbeitet, die jetzt auch mit dem Patch dann in dem Spiel sind. 30 Karten, das ist eine ganze Menge. Das ist eine ganze Menge. Moment. Aber bevor du noch weiter ins Detail gehst, lass uns doch vielleicht ein bisschen was vom Spiel zeigen. Lass uns das mitgebracht. Genau. Was genau werden wir gleich sehen? Feuer das gerne mal ab. Genau, also ich würde erstmal einen Trailer zeigen, um mal so ein bisschen Überblick zu geben, wie das jetzt dann aussieht. Ja, feuer den gerne mal ab. In der Zwischenzeit frage ich den Maus-Akrobaten, ob der gestern auch schon reingeschaut hat. Ich habe gestern tatsächlich auch schon mit der Community zusammen 1.0 ausprobiert. Und Alter, das ist schon ganz schön laut, ne? Das ist ein bisschen laut, das stimmt, aber lass dich davon nicht stören. Wir sehen halt hier auch in dem Trailer die ganzen neuen Karten, die eigentlich nicht wirklich neu sind. Und genau. leider muss man sagen, es sieht sehr, sehr geil aus. Aber man hat so ein bisschen das Gefühl, dafür, dass sie so viele Leute im Design-Department eingestellt haben, mussten ein paar beim Balancing-Department dann gehen. Ja, das stimmt. Du sprichst da gleich einen Punkt an, der in der Community einfach immer hart diskutiert wird. Es gibt immer was, was verbesserungswürdig ist in solchen Spielen. Und die Community pickt sich immer ein paar Themen raus, die heiß diskutiert werden. Eins davon ist Balancing. Aber es ist auch schwierig, muss man mal sagen, um hier ganz kurz die neutrale Position einzunehmen. Balancing gehört mit zu den schwierigsten Sachen. Ich meine, du sagst, wie viel Panzer habt ihr? 400 Panzer. Versucht das mal zu balancen. Inzwischen. Das kann nicht 100% so funktionieren, dass es jedem gefällt, glaube ich. Aber wir gehen später nochmal auf die Kreditpunkte ein, glaube ich, die World of Tanks hat.
Da kennst du dich besonders gut aus, weil du das wirklich auch rauf und runter spielst. Aber du sie auch gerne aussprichst und das gefällt mir sehr, sehr gut. Also ganz ehrlich, das Spiel, also das die längste Beta aller Zeiten, okay. Aber optisch hat es sich auf jeden Fall gelohnt zu warten. Ich meine, das kann jetzt, denke ich, auch keiner bestreiten, dass es nicht absolut mega geil aussieht. Auch wenn man jetzt, keine Ahnung, wenn man bei den Patch-Notes dann da unten schon eine Riesenliste an bekannten Problemen, wo man sich bei so einem Unternehmen wie Wargaming schon fragt, Alter, warum geht der Patch live, wenn da so eine Liste an Problemen... Kann ich was zu sagen? Ja. Und zwar, für uns ist, also wir haben ja unglaublich viele Spieler im östlichen Europa und auch in Russland. Ja. Da ist so der größte Teil unserer Spieler. Ja. Und die spielen halt nicht auf so ein Powermaschinen wie wir zum Beispiel, ja, also die haben ganz andere Rechner da stehen. Aha. Da ist die Hardware teilweise noch 12 Jahre alt. Und wir haben gesagt, auch wenn wir jetzt das neue Update bringen, die Minimum-Systemanforderungen sollten sich nicht verändern. Das heißt, alle Leute, die bis jetzt dieses Spiel gespielt haben, sollen es auch weiterspielen können. Mhm. Das heißt, da sind Leute, die sitzen an einem Rechner, der ist halt 12 Jahre alt und das Ding läuft aber trotzdem für die, die können es halt trotzdem spielen. Und da jetzt irgendwie das so hinzubiegen, dass es halt auf den Geräten läuft und gleichzeitig noch auf den High-End-Maschinen, die wir teilweise benutzen, hier im westlichen Europa, ist halt nicht so einfach. Alleine wenn du davon ausgehst, dass so Leute wie Intel und Nvidia etc. Mhm. einfach für 12 Jahre alte Hardware keine Treiber mehr rausbringen. Das müssen die halt alles selber machen. Und du sprichst jetzt eher von technischen Problemen, die da angegangen werden. Ich glaube, Maus meinte eher Balancing-Probleme im Spiel selber, aber lass uns später auf die Probleme eingehen. Also nee, ich meinte eigentlich jetzt gar nicht die Balancing-Probleme, sondern ich meinte jetzt eigentlich die bekannten Bugs, die noch alle da sind. So. Aber auf der anderen Seite, ich habe es jetzt gestern ausprobiert, ich hatte auch mit meinem Rechner das mal durchlaufen lassen. Und wo man jetzt wirklich sagen muss, bei aller Kritik, was Wargaming wirklich geil gelungen ist, was andere Spiele nicht hinkriegen, auch andere Releaser wie PUBG oder so, ist, dass 1.0 in HD kommt und wirklich die Anforderungen, also dass der Code so gut geschrieben ist, dass die Anforderungen nicht wirklich gewachsen sind. Also dass auch wirklich Leute mit schlechteren PCs, was Jörn gerade angesprochen hat, dass die das trotzdem in der gleichen Qualität wie vorher, wenn nicht sogar besser, spielen können. Also das muss ich schon sagen, ich hatte jetzt zum Beispiel überhaupt gar keine Einschränkungen, so dass ich jetzt gemerkt habe, da wird mehr Leistung verlangt. Und ich denke, vielen anderen ist es auch so gegangen, bei den Bugs jetzt mal außen vor gelassen. Ja. Aber was da dann tatsächlich an Optimierung stattgefunden hat, das ist schon großartig, wenn man jetzt das nur technisch betrachtet, auf jeden Fall. Denke ich auch. Sieht wunderschön aus. Und an den Bugs werden wir natürlich auch weiterarbeiten. Ihr arbeitet ja permanent daran. Ja. Ihr seht es im Grunde auch ähnlich, dieser Begriff Games as a Service. Ja, das ist ein Free-to-Play-Spiel. Noch mal ganz kurz für die Leute, die eigentlich gar nicht wissen, worüber reden die jetzt schon 10 Minuten. Free-to-Play. Und ihr arbeitet die ganze Zeit daran. Man kann Premium-Account kaufen für 10 Euro im Monat, kriegt dann mehr XP. Also man wird dann nicht so gebremst, sondern hat schnelleren Fortschritt. Genau, kannst ein bisschen schneller leveln, kriegst mehr Credits, um den neuen Panzer zu kaufen. Man hat zu World of Tanks früher gesagt, es hat ein sehr, sehr schönes, faires Free-to-Play-Modell. Das Free-to-Play-Modell hat sich in der letzten Zeit stark verändert. Viele Leute finden es nicht mehr so gut, aber das ist auch immer jedem Publisher selber überlassen. Und ich würde vielleicht doch eigentlich erstmal gerne über die neuen Features des Spiels sprechen, bevor wir über die Dinge sprechen, die uns nicht so gut gefallen. Ja. Und das Große, ich habe mich wirklich sehr gefreut. Ich dachte, morgen kommt es raus, 1.0. Ja. Deswegen habe ich den Termin nämlich auch auf heute gelegt. Ich dachte, hey, wir machen das einen Tag, bevor es rauskommt. Wir sind mega aktuell. Stattdessen sind wir einen Tag, nachdem es rauskommt. Ich habe mich gestern eingeloggt, was, das ist schon da? Wie geil ist das denn? Ja, nee, seit gestern ist es live. Genau. Neue Grafik, neue Optik. Wir werden auch gleich mal spielen. Aber wir haben gestern schon ein paar Runden hingelegt. Ich habe mit Maus auch schon im Vorfeld mich ein bisschen unterhalten. Ich habe richtig auf den Sack gekriegt. Das war gestern so ein Tag, weil das hat man bei World of Tanks manchmal, dass einfach nichts klappt. Und es ist dann auch die Mentalität, die einen selber runterzieht. Weil man ist dann irgendwie so schlecht drauf, dass Maus so eine Scheiße, das gibt mir alles. Und dann spielt man auch nicht mehr gut. Nee, du spielst dann einfach viel aggressiver. Weil verkrampft, viel zu aggressiv. Du denkst dann so, jetzt gehe ich rein und mach die alle weg. Kenn ich gar nicht. Kannst du gar nicht. Das sind halt die Profis dann. Ja, die bleiben immer ruhig. Und, Wie oft bin ich schon ausgerastet in meinen Streams? Also keine Ahnung. Es ist halt so, diese Momente, wo man extrem abgeht und das feiert, liegen halt ganz dicht bei denen, wo man komplett Alt-F4, ich will den Computer aus dem Fenster schmeißen. Das Schöne an World of Tanks ist, man kann es halt immer auf 14 andere schieben. Das kann man in anderen Spielen nicht machen. Das kann ich sehr gut. Die sind aber auch doof, die anderen. Ja, also warum machen die das? Ich verstehe es auch nicht. In anderen Spielen kann man, da hat man halt nicht die Möglichkeit, da wird einem vor Augen geführt, wie schlecht man dann tatsächlich ist. Ja. In World of Tanks kann ich halt immer sagen, irgendeiner von den anderen 14 war auf jeden Fall schuld, ich nicht. Ja, aber genau das finde ich halt auch so geil bei World of Tanks, was du gerade meintest, das sind diese Emotionen, die einfach so dicht beieinander liegen.
Und ich spiele es ja selber wie verrückt. Und World of Tanks war für mich auch ein Grund, mich damals bei Wargaming zu bewerben, weil ich das Spiel halt so cool fand. Deshalb bin ich zu Wargaming dann gegangen. Hat zum Glück geklappt, war halt super. Aber es sind wirklich diese Emotionen. Es gibt so Tage, da bist du nur am Feiern. Und es gibt so diese Tage, wo du einfach 4 Stunden lang am Stück nur in die Tischkante beißen willst. Und das hat mal ein Journalist, hat es ganz gut beschrieben, der hat gesagt, World of Tanks ist so wie eine Achterbahnfahrt und je nachdem, wer neben dir sitzt, ist es cool oder überhaupt nicht. Okay. Und genau so sehe ich das eigentlich auch so, weil es kommt halt einfach wirklich auf die Mitspieler drauf an. Du kannst noch so eine geile Runde haben, wenn dein Team einfach verkackt, verkackst du mit, so du gehst mit unter. Und wenn da, aber genauso ist es halt auch, wenn dein Team einfach zu gut ist, macht es auch keinen Spaß. Das stimmt. Ja, wenn du einfach über die Gegner rüberrollst, ist es halt auch langweilig. Am besten bist du noch in der Maus oder so und fährst einfach nur hinterher und kriegst gar nichts ab. Ja. Oder dann auch dann, ja, also es kommt wirklich so drauf an, was passiert. Und deshalb ist einfach auch jede Runde anders, weil du weißt nie, mit wem du spielst. Du weißt nicht, was passiert jetzt diese Runde, selbst wenn du denkst, ach guck mal, die haben nur diese Panzer, eigentlich haben wir die stärkeren Panzer, wir machen die platt. Und es kann einfach doch so ganz anders kommen. Und das finde ich halt einfach so immer wieder geil an World of Tanks. Ich würde es gerne direkt weiter an Andreas geben, weil du spielst jetzt auch ein bisschen länger. Wie hast du denn angefangen und warum, also was findest du so gut an Tanks, dass du so lange schon dabei bist? Ja, ich habe, wir haben ja vorhin schon mal ganz kurz geredet. Ich bin damals zu World of Tanks gekommen, ich hatte einen Motorradunfall und habe mir das Knie ziemlich zerschreddert und war 3 Monate lang tatsächlich an die Couch in so einem Streckverband gefesselt und hatte aber noch einen Laptop rumstehen, so ein MacBook. Und das Schöne an World of Tanks, da sind wir wieder bei der Technik, es funktioniert überall, kann ich auf dem Toaster spielen. Und ja, wenn der Internetanschluss. Wenn ein Toaster mit Internetanschluss, da kann ich das dann installieren. Keiner, oder? Hat euer Toaster kein Internet? Meine Mikro meiner noch nicht, aber okay, alles kommt. Ja, und dann habe ich halt die ganze Zeit so Handy-Games gezockt und habe nebenbei Fernsehen geguckt, so wie man das halt richtig macht, wenn man schön dick werden will, wenn man so krank ist. Und ja, dann lief im Fernsehen Panzer.de-Werbung. So, und das sieht ja krass aus, das muss ich ja mal hier direkt runterladen. Ich dachte erst, das wäre ein Browser-Game, also so, wo man so, keine Ahnung, Panzer produziert und dann, was weiß ich. Ich habe es mir dann runtergeladen und dann habe ich festgestellt, dass es so ein Shooter ist und ich habe das dann auf dem MacBook mit dem Trackpad gespielt und bin die ganze Zeit, ich habe dann relativ schnell so ein Panzer 38 Tonnen NA bekommen, so Tier 4 und damals war es noch so, dass man damit auch 8er und 9er Panzer gesehen hat mit so einem fairen Tier 4 Scout und bin halt die ganze Zeit losgejodelt, immer, keine Ahnung, meine durchschnittliche Lebenserwartung in dem Spiel war da, glaube ich, 30 Sekunden. Also, ja, so ist es am Anfang, also ich weiß heute auch aus Erfahrung, wovon ich spreche, wenn ich das kommentiere, so das Gameplay. Ja, dann, keine Ahnung, war ich eigentlich schon wieder kurz davor, das zu deinstallieren. Und es hat dann aber, keine Ahnung, als ich dann diesen Schritt von diesem Vierer, als ich den endlich los war und dann einen Fünfer hatte und dann kein Scout-Matchmaking mehr hatte, also da hat es dann angefangen, Spaß zu machen. Und ich habe dann relativ schnell auch Leute kennengelernt, die mir das ein bisschen gezeigt haben. Und ich habe das dann total professionell aufgezogen und habe dann meinen Laptop nicht mehr auf den Schoß gehabt, sondern auf den Tisch gestellt, Maus angeschlossen. Und dann wurden die Spielergebnisse auch besser. Ja, und dann, ja, keine Ahnung, das Spiel hat sich ja auch ständig weiterentwickelt. Und was ich halt so krass daran fand, war dieses, es ist schon Schach auf Ketten. Also es ist halt nicht wie ein anderes Spiel, was man relativ schnell durchgesuchtet hat. Und wo man, keine Ahnung, noch 2 Tagen, ich vergleiche das immer ganz gerne so mit PUBG, nach 2 Tagen weißt du, wie der Hase läuft. Das ist jedes Mal das Gleiche. Ja. Aber bei World of Tanks ist es halt so, selbst wenn du jetzt, keine Ahnung, 100 Gefechte gespielt hast, hast du erstens noch nicht alle Maps gesehen und zweitens diese ganzen Panzerungsmechanik, also Penetrierungsmechanik, was da nicht alles zugehört. Die Munitionstypen. Also es ist unheimlich viel. Sehr komplex, ja. Richtig komplex. Es ist halt auch sehr frustrierend am Anfang für Anfänger. Aber Punishment und Reward, ne? Je frustrierender, die Leute kennen Dark Souls, da ist es auch, man wird ständig bestraft, aber wenn dann einmal die Belohnung kommt, ist es toll. Du spielst auch Tarkov, ist auch so ein masochistisches Spiel. Ständig kriegt man Kopfschüsse von irgendwo, weiß nicht. Aber wenn man auch mal einen trifft, nach 50 Toden, dann ist der aber 100 Kills wert. Dann wird es Zeit für die ESL Pro League auf jeden Fall. Ja, so war es so bei World of Tanks auch. Wenn man dann, keine Ahnung, 30 Mal hintereinander gestorben ist, aber im 31. Gefecht, da hast du dann deinem Gegner mal so richtig gezeigt, wo der Frosch die Locken hat. Und dieses 31. Gefecht liegt so schwer, dass man die anderen vergisst. Dann dieses 31. Gefecht sorgt dann sogar, dass du noch ein 62. siehst. Ja. Und irgendwann reduziert sich dann die Anzahl der Gefechte, wo du dann teilweise auch mal abgehst. Ja, keine Ahnung. Und wie viele Gefechte hast du auf deinem Konto? Jetzt mittlerweile knapp 52.000. 52.000 ich bin aber auch noch nicht seit der Beta, also seit der Closed-Beta dabei, sondern ich bin erst seit 2014 dabei. Also noch nicht so lange wie die Urgesteine in World of Tanks. Aber ich denke, so viele, es gibt auch nicht mehr allzu viele, die seit Anfang an noch dabei sind. Also da sind ja immer wieder welche abgesprungen, wieder welche dazugekommen. Aber jetzt in den 4 Jahren
51.000 Gefechte abgerissen. Das ist nicht wenig, wenn man die Zahl selber hört. Ich bin jetzt bei, glaube ich, 13.000, was ich auch schon enorm finde. Ja. Für Leute da draußen, die sich das gar nicht vorstellen können, denken, wir sind bekloppt. Weil so ein Spiel dauert im auch. Schnitt. Ja, das stimmt tatsächlich. Aber so wie lange dauert ein Spiel im Schnitt? Eigentlich. Du weißt es wahrscheinlich am besten. Also 8 Minuten im Schnitt. 8 Minuten im Schnitt. Ja. Er hätte jetzt auch gesagt, zwischen 5 und 10. Ja, das mal 13.000, weiß ich nicht, was es ist. Da rechnet man das schon in Äonen oder so. Also es ist wirklich schon sehr, fast sehr lang. Ein Tag. Es ist fast ein Tag, genau. Fast ein Tag. Aber ich gucke auch schon mit einem Auge hier links auf unseren Chat. Wir sind ja live. Und einige Leute sind trotzdem noch verwirrt. Wir haben viele da draußen, die eigentlich gar nicht World of Tanks so gut kennen. Deswegen würde ich vorschlagen, lass uns nebenbei vielleicht ein bisschen spielen oder hast du noch was zu zeigen, dass wir wenigstens noch ein bisschen und ich kann ein bisschen was dazu sagen. Ne? Das wäre wunderbar. Dann starte doch mal das neue 1.0. Ich starte das mal. Seit gestern konnte man das runterladen. Die Unterlage? Die habe ich hier links. Ah, cool. Unseren Couchmaster. Das ist gut. Glaub, ihr könnt das hier gar nicht sehen, aber der Laptop steht hier auf dem Fußboden. Ja, das ist so das Pro-Player-Setup. So, genau, machst du bequem. Das alles klappt. Wunderbar. Wunderbar. Oh, ich freue mich. Nee, mach mal. Du machst als erstes, ja? Das ist dein Ding. Ja, okay, da zeig uns doch, was du damit hast. Ich habe dir meinen Zuschauern auch versprochen, ich stelle sicher, dass jetzt Wargaming auch mal ihr eigenes Spiel spielt. Ja, siehst du? Ja, was ist denn hier? Auflösung nicht unterstützt. Das ist völlig normal, dass irgendwas nicht funktioniert. Gib dem mal eine Sekunde, dann kommt gleich einer und macht das Ganze. In der Zwischenzeit gucke ich auch gerne mal in den Chat. Ich starte einfach trotzdem schon mal hier. Das ist gut, da kann man wenigstens mal in den Login-Daten nicht sehen in der Zeit. Ah ja, vielleicht, das ist tatsächlich von Nachteil. Nee, von Vorteil. Aber ja, das stimmt. Wenn man sie sieht, ist es von Nachteil. Ja. Das Game hat alles, was man braucht, was Multiplayer angeht, sagt Bake Guy, aber er sagt es zu League of Legends. Vielleicht kommen noch ein paar Leute, die was zu World of Tanks sagen. Zum Beispiel die Frage, wie viele Stunden hat der Maus gespielt, fragt Base. Du sagtest es gerade, glaube ich, in kannst Spielzeit. Ich kann es nicht im Kopf, aber so, wenn du so durchschnittlich sechs Minuten pro Runde ansetzt und dann das mal 51.000, dann. Genau, auf 4 Jahre verteilt. Das kommt schon in World of Warcraft-Spieler gefilde, weil da hat man ja auch die Möglichkeit, in diesem Dialogfeld / Plate anzugeben und dann sagt dir das Spiel, das ich mal gemacht, genau, auf die Sekunde. Ich habe auch wie ein Verrückter geradet und so. Und, Das ist habe ich da irgendwann mal gemacht und dann dachte ich, gut. Dann macht man es auch nie wieder und dann sind manchmal Sachen, auf die da dachte man, oha. Nee. Vielleicht hätte ich auch was anderes machen können in der Zeit, aber man hatte Spaß. Kurz gucken hier. Knapp 7.000 Stunden, sagt man. Nein, ich habe jetzt auch 28.000. Ah, okay. Ist das dein Account? Ja. Das ist dein privater? Das ist mein privater. Okay. Machen wir E75. Jetzt nochmal kurz an die Regie fragen, ob wir das Spiel denn sehen. Denn hier auf dem Rückbildschirm ist noch nichts. Ah, aber da kommt der Thomas, der auch World of Tanks spielt und gerade mal kurz alles repariert. Also ich würde sagen, können wir kurz in die Werbung gehen, Thomas, oder fehlst du jetzt in der Regie? Jetzt fehlt Thomas in der Regie, wir können nicht in die Werbung. Wir können Werbung für World of Tanks machen in der Zeit. Ja, gerne, komm. Genau, da ist gestern ein Update rausgekommen, Update 1.0, neue Grafik, neuer Sound. Ja, voll für cool. die jetzt es eingeschaltet haben. Würde ich mal, guckt euch das mal an. Machen wir auf jeden Fall gleich. Der Thomas geht gerade runter in die Regie, wird uns in die Werbung hauen und wir machen, dass wir das Spiel sehen können. Momentan haben wir schon einen kleinen Blick auf die neue Garage erhaschen können. Selbst die ist genau. auch hübscher jetzt als genau, alles andere. Es ist quasi keine Garage mehr, sondern seht ihr nicht, aber es ist jetzt ein Waldgebiet. Nee. Aber vielleicht, um dieses Ganze nochmal zu umschippern, es hat sich tatsächlich hauptsächlich grafisch was geändert. Und vom Gameplay ist es im Grunde so geblieben, wie die Spieler das kennen. Oder hat sich da auch eigentlich was schon. Also ich finde schon, dass es jetzt, ich weiß ja nicht, wie du siehst, aber für mich ist es schon so, wenn ich jetzt auf die Karte komme, obwohl ich auf der Minimap sofort erkenne, welche Karte das ist und halt auch mehr oder weniger weiß, wo ich hinfahren muss, dadurch, dass es so anders aussieht jetzt und diese weitere Fernsicht hast, muss ich mich schon am Anfang immer wieder zurechtfinden. Also mir ist gestern zum Beispiel passiert auf Tundra, dass ich erstmal ich wollte auf den Berg und bin in die andere Richtung. Ja, genau auf Tundra ist mir das auch passiert. Ja? Also es ist schon, man muss, gerade weil jetzt dadurch, dass sie diesen Horizont eingefügt haben, da wirkt alles auf der Karte so unfassbar klein, dass man diesen Hügel gar nicht erkennt, weil im Hintergrund einfach ein riesen Gebirge hingeklatscht worden ist. So, und dann sieht man halt diese kleine Erhebung nicht mehr, so wie ähnlich wie den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Ja. Und bin ich auch erstmal komplett in die falsche Richtung gefahren. Also erstmal wieder gewöhnungsbedürftig. Was ich am Anfang auch gemacht habe, ich habe die rote Linie ausgeblendet. Kannst du ja abschalten komplett jetzt. Da wird man aber auch extra gewarnt, dass es zu Irritationen führen kann. Ja, aber ich wollte dann mit meinem Scout einen TD umkurven. Du meinst die Kartenränder, ne? Rote Linie sind die Kartenränder, genau, habe ich dann ausgestellt, weil ich dachte, das ist vielleicht cool. Dann stand halt ein TD direkt an der roten Linie, die ich halt nicht mehr gesehen habe. Und ich wollte ihn dann umkurven mit meinem Scout und bin halt einfach neben ihm voll gegen die rote Linie, gegen die unsichtbare Wand. Und er konnte sich dann einfach zu mir drehen und mich wegknallen. Ja.
Noch mehr solche Geschichten aus dem Nähkästchen hören wir gleich. Ich hoffe, der Thomas ist in der Regie angekommen und kann mal ganz kurz auf den Werbungsbutton drücken. Und dann kommen wir gleich wieder mit perfekt eingestellter Technik, wie sonst auch immer. Ne? Also bis gleich. Nochmal neu. Ah, wir sind wieder da. Wir haben das Spiel gestartet. Ja. Und sind schon in der neuen, wie nennt man's, Garage? Im neuen Waldgebiet. Weil ich hatte das Gefühl, World of Tanks hat das Genre gewechselt. Wir sind jetzt in einem Fantasy-Genre. Ja. Sind schön im Elfenwald. Weil wenn du mal hier hinguckst, siehst du diese Elfen? Mach mal nach links rum. Die Elfen da am noch, Feuer. Noch ein Stück. Hier fliegen so, siehst du da, diese kleinen, da flattern manchmal so Elfen rum. Ja, stimmt. Ne? Also Schmetterlinge können das nicht sein. Nee, das ist Glöckchen. Ich habe das gestern schon im Stream gesagt. Erstens wäre es cool, wenn man die ganzen Männchen da slappen könnte, wie bei Dungeon Keeper früher. Ja. Und zweitens, okay, gebe ich direkt weiter. Und zweitens, warum sind die alle faul? Es läuft nur ein einziger durch die Gegend. Und der hat keine Hose an. Die anderen stehen alle rum und machen Pause. Am schlimmsten sind die auf der anderen Seite, die die ganze Zeit am Lagerfeuer sitzen. Da arbeitet kein Mensch. Das stimmt. Du warst beim Bund, kennst du das anders? Ja, viel mehr Disziplin. Da muss ein Antreten stattfinden, dann noch eine Befehlsausgabe und dann geht's los ins Gefecht. Aber ja, apropos los ins Gefecht. Lass uns mal schnell versuchen anzufangen. Was sehen wir für einen Panzer als erstes? Das ist ein neuer 10er Panzer von den Russen. Mhm. Ein schwerer Panzer. Das Besondere an dem ist die Seitenpanzerung und die Turmpanzerung. Das heißt, mit dem kann man schön sidescrapen, das heißt, hinter den Häusern stehen. Stimmt das, Maus? Kanone sehr gut lassen. Und der ist schon gut, ja. Vor allem, aber das Highlight eigentlich bei dem Panzer ist, dass der Turm hinten sitzt und dass es eine völlig neue Kanone im Spiel ist. Mit 650 Alpha-Schaden. Bis jetzt kannte man nur entweder 750 Alpha-Schaden oder das nächsthöhere war dann 560. 650 gab es bis jetzt noch nicht. Sind jetzt zwei Panzer gekommen. Einer völlig broken, Objekt 268-4, völlig overpowered. Meinst du? Ja. Ja, also wenn man spielen kann, dann ja. Und das Objekt 705 Alpha, der finde ich ist einigermaßen balanced. Man kann ihn auch schon auseinandernehmen, man kann ihn auch schnell gegen die Wand fahren. Genau. Ja, und Wargaming, Edel Matchmaking 357, das heißt, wir haben jetzt drei Tier Stufe 10 Panzer im Match. Das ist der Vorteil am Wargaming-Account, da kriegst du auch immer mit dem 10er Heavy-Panzer die 8er Gegner dann. Um das vielleicht für die Zuschauer verständlich zu erklären, das ist jetzt das beste Matchmaking, was man kriegen kann. Es gibt auch keine Arti. Normalerweise sagt man so, mit einem schweren Panzer auf einer offenen Karte und wenn da noch Artillerie dabei ist, nicht so toll. Aber eigentlich hat Jörn jetzt hier in dem Moment keine Gegner. Gucken, wie er sich anstellt. Ich würde auch erstmal in die Mitte fahren. Wahrscheinlich wäre es jetzt voll von Baum fahren hier alles und wahrscheinlich werden die Achter mir gleich alle irgendwie doch durchschießen. Ja, gucken wir mal. Das ist tatsächlich der Vorführeffekt. Das passiert mir tatsächlich häufiger, weil man hier abgelenkt ist. Man muss sich bei World of Tanks schon arg konzentrieren. Aber um vielleicht nochmal darauf einzugehen, was ihr vorhin angesprochen hattet, warum World of Tanks so spannend ist. Für mich, ich finde es super spannend, weil ich finde, es ist ein Spiel für alte Männer. Denn du brauchst keine Reaktion, wie du bei diesen ganzen anderen Spielen brauchst, die junge Leute heutzutage spielen, wo du gewinnst, wenn du als Erster geschossen hast. Es ist ja auch nicht ohne Grund, dass auch die WGL Pro Player, jetzt gibt es keine WGL mehr, aber dass die Pro Player doch auch alle irgendwo so zwischen 16 und 25 Jahre alt waren. Mhm. Weil gerade auf dem höchsten Niveau brauchst du schon auch Reaktionen. Und was hier wesentlich komplexer ist als jetzt zum Beispiel bei Spielen wie Counter-Strike oder PUBG, du musst halt rechts unten die ganze Zeit die Minimap im Auge behalten und du musst eigentlich schon immer deinem Gegner zwei Schritte voraus sein. Genau. Also du musst wissen, was gerade wo passiert und wie du stehen musst, auch um möglichst vor allen sicher zu stehen, aber halt auch an die Leute ranzukommen. Ja. Dass du halt nicht einfach nur hinten irgendwo rumstehst und wartest, bis dein Team gefallen ist und dann irgendwie sagst, geil, jetzt war's das. Das ist das, was du mit Schach meintest. Ja, also du spielst da wirklich Spielzüge. Du stehst nicht zufälligerweise jetzt da vorne, sondern du hast einen ganzen Haufen gute Gründe. Zum einen, weil der Stein da ist und weil der Boden da so abschüssig ist und weil das wahrscheinlich genau passt mit mit dem Winkel, den du deine Kanone zum Beispiel absenken kannst. Das sind viele Dinge, die man so berechnen muss an dem Gelände. Und wenn man da seine Hausaufgaben macht, kann man auch irgendwie gegen einen siegreicher vorgehen, der vielleicht schneller am Trigger ist als du, weil du besser stehst. Aber was jetzt zum Beispiel Jörn hier falsch macht, ist, er fährt viel zu hoch oben auf den Wall rauf. Ja. Der Panzer lebt davon, gerade die Russen-Panzer leben davon, die Wanne zu verstecken und nur mit dem Turm zu arbeiten. Das Ganze nennt man dann in World of Tanks-Jargon Hulldown, den Panzer hinzustellen.
weil er jetzt schon vom Hill beschossen wird. Ja, jetzt war das Objekt, aber ja, Richtung ist die gleiche. Beziehungsweise ja, vom Objekt 260. Ja, ist halt overpeaken, was, das, was er gerade gemacht hat. Also, weil er hier einen Schuss auf so einen wehrlosen Achter abgeben wollte, hat er jetzt einfach mal 1400 HP. Also, aber der Schuss ging raus. Das ist halt auch, das ist auch so, das ist auch so ein ganz wichtiges Thema in World of Tanks, HP-Management. Also Lebenspunkte sauber traden, am besten gar keine verlieren und Schaden austeilen. Das Minimum sollte eigentlich immer ein 1:1 Trade sein. Aber wie gesagt, das, was Jörn jetzt hier gemacht hat, war ein 1:3. Nicht so hart zu mir. 1:3, aber ich habe den höheren Alpha, also war es eigentlich 1:3. Genau, mit Trade meinst du, dass wenn man sich gegenseitig beschießt. Ja? Man will Leute meistens beschießen, ohne dass man zurück eine Schelle bekommt. Und wenn das passiert, dann nennt man das Traden. Und ein guter Trade ist, wenn man mehr Schaden ausgeteilt hat, als man eingesteckt hat. Ganz genau. Genau. Und man merkt hier auch schon, dass das kein Spiel ist wie andere Shooter-Dinger, wo geballert wird, weil es hier einfach sehr entspannt zugeht. Der Jörn wartete auf seinen Moment. Und in anderen Spielen... Ich wusste halt, dass mich keiner sieht, jetzt haben wir mich halt dann doch gesehen. Wartest auf den richtigen Moment, erst wenn die Karte es hergibt und dein Plan... Irgendwann wird er da schon... Ja, hier ist, wie gesagt, hier macht jetzt, hier trennt sich die Spreu vom Weizen, nicht wie bei anderen Spielen anhand der Reaktionsschnelligkeit und der Aiming-Genauigkeit, sondern im Prinzip diese Manöver, die man dann fährt, die sehen behäbig aus, jetzt gerade weil die Panzer auch nicht die allergrößte Geschwindigkeit haben, gerade nicht, wenn ich jetzt in so einem Heavy drin sitze. Aber man sollte dann schon im Auge haben, was haben die Panzer um mich herum für einen Alpha-Schaden, was haben die für eine Durchschlagskraft, also zum Beispiel die Achter, die da jetzt in dem Match mit, die Tier-8-Panzer, die da jetzt mit in dem Match drin sind, die haben in der Regel nicht die Durchschlagskraft, um jetzt so einen 10er-Panzer verlässlich zu penetrieren. Also all das sind so Sachen, natürlich Erfahrungswerte, das sind so Hausaufgaben, die man in World of Tanks, wenn man das erfolgreich spielen will, machen muss einfach. Und dann muss er sich natürlich ganz genau überlegen, wie kann ich jetzt an die Gegner rankommen, ohne dass ich mich zu sehr da exponiere. Also wie gesagt, es ist schon sehr, sehr komplex und es ist jetzt nicht so ein Arcade-Spiel, wo man einfach nur drauf losfahren kann und dann schon alleine dadurch eine Menge Spaß hat, sondern man kriegt ganz schnell die Quittung in World of Tanks, wenn man jetzt einfach so drauf losfährt. Wie er jetzt. Ja, das ist wahrscheinlich nicht klug, oder? Das Objekt kommt da ziemlich aggressiv über den Berg. Eigentlich müsstest du von hinten Unterstützung bekommen, nur leider scheint da gerade keiner zu sein. Leider spielt da keiner mit. Das ist jetzt jemand, der gesehen hat, dass Jörn bei Wargaming arbeitet, weil er das WG-Clan-Tech hat und ziemlich mad ist. Und sich jetzt sagt, den hole ich mir. Ja. Aber es war halt in dem Moment eine YOLO-Aktion. Und hat seinen Panzer jetzt weggeschmissen für nichts. Und Jörn hat seine Kanone im Spiel gehalten, kann jetzt weiter Schaden machen, das ist auch so eine Sache. Genau, die haben halt einen Zehner weniger, ne, was auch wieder wichtig ist. Wenn es jetzt ein Achter gewesen, der hier irgendwie reingerödet wäre, dann hätte man sagen, gut. Der hätte dir aber wahrscheinlich auch nicht so viel Schaden gemacht wie der Typ. Nee, das stimmt. Das wahrscheinlich nicht. Es sieht aus, als würde ihr gewinnen. 7:3 steht es gerade. Das heißt aber nichts, ne? Noch nicht. Gerade am Ende, wenn der Moment kommt, wo man denkt, okay, wir haben jetzt die Überzahl, wir gewinnen, tendieren viele Leute dazu, da reinzufahren, um noch den letzten Schaden auszuteilen. Und häufig werden in solchen Situationen noch Matches gedreht. Das war ein schöner Hit gerade. Ja, der hat sich gefreut. Vor allem, man muss ja auch jetzt, ihr seht das vielleicht, wie Jörn hier zockt. Also Hut ab, dass er hier überhaupt was trifft. Und weg. Ja, und wenn die Kanone von dem 705 Alpha dann mal losgelassen wird, dann macht die auch schon mächtig Aua. Dann haut die da echt ordentlich rein. Und das ist halt gerade perfekt, die spotten für mich da oben. Ich kann hier immer schön den Typen in die Seite reinlunzen. Was man jetzt hier schon ganz gut sieht, Prokhorovka, eine mit der ältesten Karten, glaube ich, im Spiel. Auch eine E-Sports-Karte. Unheimlich flach geworden, die ganzen Karten mit dem HD-Update. Ja, also, stimmt. Deutlich weniger Hügel als vorher. Das ist halt auch so eine Sache. Gerade bei Prokhorovka sieht man das sehr schön. Auf Tundra sieht man das auch. Erlenberg, meiner Meinung nach, schon ein bisschen übertrieben schöner Schuss. Also die ganzen Karten sind per se deutlich flacher geworden durch das HD-Update. Und das bevorteilt dann, ich weiß nicht, ob das gewollt ist oder nicht, aber schon so ein bisschen auch die Russen und chinesischen Panzer. Ganz einfach, weil die in der Regel nicht so viel, die kriegen die Kanone nicht so weit runter, der Neigungswinkel, Gun Depression nennen wir das, ist bei den russischen Panzern nicht so groß wie bei anderen Nationen und die leben eher von der Turmpanzerung und die Nachteile, die russische Panzer jetzt in der Vergangenheit hatten, sind nicht mehr so krass durch das HD-Update, wie sie mal waren.
das ist halt auch so ein großer Kritikpunkt in der Community. Ich weiß gar nicht, ob das der Technik geschuldet war oder ob das gewollt ist. Das ist eine Mischung aus beiden. Ja. Und ich denke, da wird auch noch mal was passieren. Also wie gesagt, die Karten waren ja auf den Testservern. Ja. Aber du weißt, wie es auf den Testservern ist. Auf den Testservern spielt nicht das, der Großteil der Spieler. Sondern da hast du halt meistens die Leute, die wirklich viel spielen. Weil so ein Noob geht halt nicht unbedingt auf den Testserver und sagt, ich hau mir jetzt mal 100 Spieler auf den Testserver rein und gebe da auch Feedback dazu. Sondern die gucken dann halt irgendwie nur auf dem Live-Server. Und anscheinend scheint es den Leuten auf dem Testserver nicht so aufgefallen sein oder es scheint die nicht so gestört zu haben. Und jetzt kommt halt deutlich mehr Feedback in nächster Zeit und dann wird da auch was dran geschraubt werden, bin ich mir relativ sicher. Dann zeig doch nochmal, was du da in deiner Garage hast. Das würde mich mal interessieren. Das ist ja tatsächlich deine, kann man sagen, private Garage. Ne? Das ist meine private Garage. Die du auch vorher, bevor du bei Wargaming angefangen hast, auch schon hattest. Genau. Okay, ja, dann zeig doch mal. Was sind deine Schmuckstücke? Meine Lieblingspanzer sind eigentlich so. Gute Frage. Also ich fahre sehr gerne Scout halt, ne? Also von den 10er Scouts habe ich eigentlich alle in der Garage stehen. Da finde ich persönlich den Chinesen hier eigentlich am coolsten. Der macht mir am meisten Spaß. Geh nochmal über den Panzer. Über den? Entspannte 49% Siegrate. Entspannte 49%, ja, aber ich wäre auch besoffen, weißt du? Das hätte ich mir jetzt bei Wargaming gar nicht vorstellen können. Nein, das ist so, ich glaube, meine Siegrate insgesamt ist auch nicht so. Vom Fahrmann-Gefecht damit. Ist auch nicht so die höchste Siegrate. 52 ist aber schon deutlich überdurchschnittlich. Schon gut. Ja. Weil man muss sagen, 49 ist eigentlich Durchschnitt dadurch, dass Draws als Loss zählen. Ne? Mhm. Also mit 3% drüber bist du schon nicht schlecht. Wo haben wir ihn denn jetzt? Ich habe ihn aus den Augen verloren. Ja, steht doch da. Ich muss einfach nur auf Gefecht drücken. Ich dachte, ich hätte einen anderen ausgewählt. Du hast recht. Okay, jetzt fahren wir Chinesen-Panzer, 10er Scout. Jetzt fahren wir Chinesen, 10er Scout. Hoffen wir, dass wir jetzt auf einer Stadtmap landen, weil das ist immer das Coolste als Scout. Genauso wie jetzt Arti, da wünscht man sich Stadtmaps. Genau, das ist weil man sagt, eine positive Nachricht jetzt bei dem Patch ist ja, dass so Karten wie Pilsen, Charkov, Stalingrad erstmal rausgenommen worden sind. Genau. Da werden einige von überarbeitet, aber sie sind erstmal weg. Windstorm auch so. Also für Scouts finde ich das gar nicht so schlecht, weil viele Stadtkarten tatsächlich rausgenommen worden sind, erstmal. Genau. Da sind ja eine ganze Reihe von Karten, die nicht mehr dabei sind. Sacred Valley, Highway, dann wie gesagt Charkov, Stalingrad, Pilsen. Also das ist, und eine neue Karte haben wir jetzt dazu bekommen, Gletscher. Die habe ich selber noch nicht gespielt. Hattet ihr die? Wir haben die gestern zweimal gespielt. Und? Hat so ein bisschen Highway-Flair. 60% der Karte kannst du nicht befahren, weil alles offenes Gelände. Ja. Also kannst du befahren, aber dann sind wahrscheinlich nach 30 Sekunden für dich ist die Runde dann vorbei. Mhm. In 10 Sekunden geht die Runde hier los. Vielleicht ganz kurz nochmal. Ich meine, wir spielen jetzt was komplett anderes. Können wir das einmal kurz erklären? Eben hast du einen Heavy gespielt, einen schweren Panzer. Heavy ist quasi der am besten vorfährt und sich eine coole Position sucht, wo er sich so stellen kann, wie Maus schon gesagt hat, eigentlich untere Wanne verstecken bei den Russen. Was ich halt am Anfang nicht gemacht habe, was ich dann am Ende ein bisschen mehr gemacht habe. Wo er halt möglichst sicher steht, seine Panzerung nutzen kann, Gegner aufhält, damit sie sich nicht die besten Positionen auf der Karte schnappen können. In der ersten Reihe, kann man sagen. Der Heavy steht in der ersten Reihe in der Regel? Ja, theoretisch schon. Also eigentlich sollte es der Scout machen. Im Vergleich, wie, der Scout soll in der ersten Reihe stehen? Ja, aber nicht sichtbar halt. Ja. Aber ja, der Scout sollte eigentlich in der ersten Reihe stehen. Gebe ich dir jetzt genau, und jetzt sind wir Scout, du stehst vorne und du spottest. Das ist eine komplexen Mechaniken. Quasi, genau, als Scout ist quasi die Aufgabe, die Gegner aufzuklären, weil du hast den höchsten Tarnwert von den Panzern, die jetzt hier im Gefecht sind. Das heißt, du solltest die Gegner aufklären und wenn du sie aufgeklärt hast, nicht unbedingt draufballern, sondern die anderen schießen lassen. Nicht unbedingt draufballern, Ja, ich wusste halt, dass ich eh gleich wieder zurückfahre, das habe ich jetzt einfach mal geschossen. Aber eigentlich nicht raufballern, ne, weil dadurch wirst du schneller gespottet, sondern einfach die Gegner aufmachen, für dein Team offen halten, dass sie halt raufschießen können. So, jetzt spotte ich hier halt nichts mehr. Ich glaube, ich fahre jetzt einfach ein bisschen aggressiver vor. Ist der Battle eigentlich hier unten direkt? Also vielleicht noch mal ganz kurz, weil ich dir gerade so ein paar Fragen gelesen habe. Ganz kurz zur Erklärung. Es gibt insgesamt in World of Tanks 4 Panzerklassen und eine, über die wir nicht sprechen. Okay, also es gibt die Lights. Oh nein, wie schlecht. Es gibt die Light Tanks. Die sind dafür da, um ganz vorne Ziele aufzuklären. Zu der Sichtmechanik kommen wir gleich noch mal ganz kurz. Dann gibt es die Medium-Panzer, das sind mittlere Panzer, die im Prinzip eine hohe Feuerkraft haben, aber die Panzerung jetzt
teilweise ausreichend ist, um gegen andere mittlere Panzer zu kämpfen. Aber man sollte sich jetzt nicht frontal irgendwie mit schweren Panzern und Jagdpanzern anlegen. Dann gibt es die Heavies, das haben wir gerade gesehen. Die schweren Kampfpanzer, das ist Jörn gerade schon gefahren, in Form von Objekt 705 Alpha. Genau. Und dann gibt's die Jagdpanzer, die sogenannten Tank Destroyer. Das sind im Prinzip Panzer, die haben in der Regel einen relativ hohen Tarnwert, wenig Panzerung und eine sehr, 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 sehr hart treffende Kanone. Bei einigen überschneidet sich das dann so. Die haben dann eine Panzerung und noch eine Mobilität von einem Light Tank. Das neue Objekt 268-4 ist da irgendwie so ein Hybrid aus so ziemlich allem. Aus Scout und Damage. Und dann gibt es halt noch eine Klasse, die Kampfhubschrauberklasse, wie ich sie immer nennen, die Artillerie. Das sind so die fünf Klassen, die es in dem Spiel gibt. Und weil jetzt hier gerade auch gefragt worden ist, ob der Scout dann ein Wallhack für die... Nein, es ist jetzt nicht so wie bei PUBG oder Tarkov, wo ihr dann je weiter ihr gucken könnt und müsst dann selber erkennen, alles klar, da ist jetzt ein Spieler in dem Gebüsch oder so, sondern sobald ein Sichtpunkt von dem Panzer, die haben alle unterschiedliche Sichtweiten. Es hängt dann auch ein bisschen davon ab, wie die Crew auf dem Panzer geskillt ist. Dann wird automatisch der Gegner aufgeklärt, wenn er dann im Sichtbereich ist. Und dann erscheint so ein rotes Symbol darüber. Das heißt, man sieht die Panzer auch. Die erscheinen auf dem Bildschirm auch nur dann, wenn sie gespottet sind aus dem Gegnerteam. Wenn sie nicht gespottet sind, könnt ihr da stehen und ihr seht einfach nichts. Genau. Dann stehst du von der Wand, wirst getroffen und denkst dir, was ist denn da los? Wir schießen auf mich, ich sehe ja gar nichts. Können Panzer auch ganz stecken bleiben, fragt Manga Maniac. Und im Grunde ja, wenn man die Ketten abschießt. Ja, genau. Also du kannst die Kette kaputt schießen, dann steht er. Die kann dann repariert werden. Wenn du die Kette einmal repariert hast, hast du 90 Sekunden Wartezeit, bis du wieder reparieren kannst, wenn du ein Rap-Kit dabei hast. Genau. Das hat 90 Sekunden Reload quasi. Und du kannst natürlich auch von den Kollegen die Kette kaputt schießen. Es ist auch so, als Scout bist du ja quasi dafür da, die Gegner zu entdecken und quasi Schadenspunkte zu spotten. Mhm. Und wenn du jetzt einem die Kette kaputt schießt zum Beispiel, dann zählt es auch als deinen Spot. Genau, das ist Unterstützungsschaden, glaube ich, nennt man das. Genau, Unterstützungsschaden. Und der lohnt sich ja auch. Also Damage machen ist da nicht die höchste Priorität als Scout besonders. Gerade als ist eigentlich nicht. Das unter Unterstützungsschaden quasi das Haupteinkommen, ne? Wenn man sieht, hat wunderbar mit mir funktioniert gerade. Ich habe sogar ein bisschen Spot Damage. Dachte, ich hätte wäre mit null Spot Damage hier rausgegangen. Also es gibt eigentlich so für die meisten Panzerklassen zwei Arten, wie man noch zusätzlich XP farmen kann, also Erfahrung in einem Gefecht erwerben kann. Das eine ist halt durch Trackshots Kette ziehen und das andere ist halt Aufklärungsschaden. In dem Moment, wo man als zum Beispiel leichter Panzer oder mittlerer Panzer die Sichtweite generiert für die eher blinderen Panzer, also schwere Panzer und Jagdpanzer haben in der Regel nicht so die Sichtweiten wie mittlere Panzer und leichte Panzer. Und da sorgt man dann dafür, dass die schweren Geschütze auch auf die Ziele, die sie selber nicht sehen können, feuern können. Genau. Und dafür gibt es dann Unterstützungsschaden. Ja. Und wir gucken jetzt gerade nicht mehr dir, Jörn, zu, sondern wir gucken dir zu, wie jemand anders zuguckt. Ich kann auch gerne in die Garage gehen und ein neues Spiel starten. Würde ich sagen. Lassen wir noch mal eins machen. Mal so ein, hast du einen deutschen Super Heavy? Ja. Einen deutschen Super Heavy, auch nicht schlecht. So ein E100 oder eine Maus? Beide. Was wollt ihr sehen? Ohne Maus oder Maus? Maus ist ja unglaublich berühmt auch, das kennen die Leute da draußen. Und ich glaube, viele, die ins Spiel einsteigen, haben so eins dieser Langstreckenziele. Das ist, ich will mal eine Maus haben. Jetzt hat man aber endlich mal durch die Menschen so einen Größenvergleich. Ein Größenverhältnis, das stimmt. Wenn man mal guckt, hier so die Maus, und dann vergleicht man das zum Beispiel mit so einem... Hast du den ELC Even 90? Ja, genau, wollte ich auch gerade sagen. Wo ist er da? Wally? Ist so groß wie das Krat daneben. Ja, genau. Ja, ne? Die Dinger sind riesengroß. Jetzt gerade, die haben übrigens das gleiche Matchmaking, mehr oder weniger. Ich nehme mal den E100, weil in der Maus habe ich so einen Kackruhe und ich will jetzt nicht umschulen hier. E100 ist quasi der schwerste Panzer der Deutschen. Die Maus ist der schwerste Panzer der Deutschen. Oh ja, stimmt. Die Maus ist nochmal schwerer, ja. Deutlich schwerer nochmal, genau. Aber E100 kommt so gleich danach. E100 hat eine fette Turmpanzerung, ist halt nicht der schnellste. Dadurch, geht so. Ja, also von vorne nicht, aber so wenn du die anwinkelst, dann geht das schon. Also das, was so ein bisschen auch die europäische Community, / die deutsche Community, an dem Spiel teilweise so ein bisschen auch stört, ist dieses, man merkt, wo das Spiel entwickelt wird und wo es designt wird in Russland. So das merkt man halt. Leider sind die
ganzen neuen Superpanzer, alles russische. Ich denke da so an das Objekt 430U, an das Objekt 2864, Objekt 705 Alpha, IS-7. Ja. Und den deutschen Panzern wurde ehrlich gesagt sehr, sehr lange keine Liebe mehr zukommen gelassen. Und der EN-100 ist so ein gutes Beispiel dafür. War früher so ein bisschen the daddy. Einer der ersten 10er, also die Maus und die 7 waren ja, ne? Und aber der kam auch im ersten halben Jahr, glaube ich, dazu. Und der hat halt eine mega heftige Wumme, 150 mm, 750 Alpha-Schaden. Also es ist auch, gibt es eigentlich nur noch den anderen deutschen VK-72 01K. Mhm. Der hat auch so eine Bewaffnung. Also das haut schon richtig rein. Nur leider sind der Durchschlagswert von der Kanone auf der Standardmunition ist relativ bescheiden. Das heißt, genau, da haben wir 246 mm, das juckt eigentlich kein Heavy der Stufe mittlerweile mehr. Und da ist man dann relativ häufig gezwungen, auf die 2 zu drücken, also in dem Moment Heat-Munition, die sehr, sehr teure Munition in dem Spiel zu laden. Und auf der anderen Seite haben aber viele andere Heavys trotzdem die Chance, auch Heat zu bouncen. Ja. Gerade so die neuen russischen Panzer, ich denke da an das Objekt 268-4, kommst du auch mit Heat fast frontal gar nicht durch. Und der EN-100, dadurch, dass er so gerade keine gewinkelte Panzerung hat, sondern so gerade Flächen, haut halt alles super durch. Und das ist so ein Thema, was die Community schon beschäftigt, dass da so ein gewisses Ungleichgewicht im letzten Jahr stattgefunden hat, auch was so die Panzer angeht. Und jetzt war vor kurzem gerade die erste Saison Ranked Battles, so ein Ansatz, so ähnlich wie bei Counter-Strike, so ein Skill-Based Matchmaking in das Spiel reinkommen zu lassen. Und da hat man auch gesehen, dass leider die Panzer, dass die Panzerauswahl nicht allzu groß war. So ja, jeder hat halt versucht, so den im Moment stärksten Panzer für sich zu greifen, natürlich. Ne? Mhm. Du setzt da den Jörn hier gerade ein bisschen auf dem heißen Stuhl, während er gleichzeitig noch versucht, ein geiles Gameplay hinzulegen. Das finde ich ganz interessant. Das war die Strategie, hat mir nicht vorher abgesprochen. Ich muss dazu sagen, mir passiert das auch häufig. Andreas, du magst das Spiel einfach super gerne. Und je mehr man ein Spiel mag, umso ärgerlicher kann man auch manchmal sein. Umso mehr wird man auch zum Aktivisten. Richtig, ja, ganz genau. Und sprichst aber was aus, was tatsächlich in der Community schon länger der Fall ist. Vielleicht Jörn kurz unter die Arme zu greifen, würde ich es erklären, dadurch, dass immer wenn du versuchst, was Neues ins Spiel reinzubringen, muss es natürlich ein bisschen besser sein. Und dann sind die Dinge von langer Zeit vielleicht irgendwann nicht mehr wettbewerbsfähig. Vielleicht hängt es irgendwie damit zusammen. Aber es gibt ja nun mal 400 Panzer. Und jeder von uns sucht sich da dann irgendwann den Besten raus. Der EN-100, schade, dass der nicht mehr so wirklich... Ja, ist schon noch ein geiles Ding, so, ne? Ich habe schon teilweise meine geilen Runden damit. Gerade die Knarre, die haut halt rein, ne? Und aber es ist nicht mehr so wie früher, dass du denkst, haha, da kommt ein E100. Und jetzt denken die Leute halt, haha, guck mal, da kommt ein E100. Geil. Ja, ne? Ja, das stimmt. Der ist langsam, ich bin flink. Ich schieß dreimal so schnell wie er und bis er nachgeladen hat, habe ich ihm halt irgendwie 4 Dinger gedrückt. Ich weiß aber hier auch gerade überhaupt nicht, was ich machen soll. Also, ich will ja nicht rumlupen. Ich habe den Fehler jetzt einmal gemacht. Nee, der Motor nervt mich. Manchmal ist Warten auch einfach die richtige Antwort. Ja, ich würde jetzt einfach kommen lassen. Oh, ja, komm noch ein Millimeter. Ah, den kannst du nicht. Den genau. Warum? So, und jetzt in dem Winkel einfach vorfahren, versuchen den Type 5. Nee, Turmwinkel. Das ist halt. Type 5 ist so ein chinesischer Super Heavy, die schießen AE, das kannst du nicht bouncen. Musst du halt nur Glück haben, dass er wenig Schaden macht. Es ist halt. Eigentlich hat er alles richtig gemacht, gerade mit der Anwinkelung, aber der Type 5 Heavy hat einfach eine Kanone, da kann man nichts machen. Und trackt er ihn? Sieht man das? Jetzt müsste sein Team ihm mal ein bisschen helfen, das ist halt auch so eine Sache in World of Tanks, der IS-7 versteckt sich lieber hinter ihm. Ja, nichts macht mich platt, das war's. Also es waren jetzt zwei schöne Beispiele eigentlich in einer Runde. Einmal das war so eine typische E100-Runde in einem 10er Only Battle, also in so einem einstufigen Gefecht. Und dann haben wir wunderschön gesehen, das Teamplay in World of Tanks. Alle gucken unten, weil da ist auch ein Panzer. Wir sehen jetzt der IS-7, der noch ansatzweise full life ist, hätte sich da so ein bisschen davor schieben können. Das nennen wir dann in World of Tanks Shielden. Aber er ist jetzt eher froh, dass Jörn raus ist. Genau, weil er hat jetzt schöne Deckung und denkt sich, guck mal, die ganzen Goldschüsse, die er jetzt gefangen hat, habe ich nicht gefressen. Da freut er sich jetzt. Genau. Und, jetzt kann er schön hinter Jörn sidescrapen. Genau. Also Bärendienst. Für ihn ist es genau richtig gelaufen. Er denkt sich, geil, einer von Wargaming, der hilft mir.
Jetzt habe ich gerade auch im Chat gesehen, die Leute fragen, wie sieht es aus mit modernen Panzern? Weil das sieht ja alles doch schon eher historisch aus, was wir da haben. Ja, genau. Nein, also es sind alles ältere Panzer. Und es wird keine modernen Panzer bei World of Tanks geben. Niemals. Vielleicht in einem anderen Spiel, wer weiß es schon. Aber halt nicht so bei dem World of Tanks, wie wir es jetzt kennen. Ah, okay. Das mir wäre so, als hätte ich mal gehört, dass das der Plan ist. Habe ich mich da geirrt? Da hast du dich wohl geirrt. Ich dachte mal, das ist so ein Tier 11 Panzer. Und Tier 12 irgendwie. Habe ich mir das alles ausgedacht? War das ja, das ja. Total sympathisch. Habe ich mir das alles ausgedacht? Hast du das noch nie gehört? Doch. Doch, ich habe da ehrlich gesagt habe ich auch gerüchteweise mal gehört, dass es so Tier 11 und Tier 12, aber das haben wir uns dann ausgedacht. Wenn du darüber hoverst, früher stand dort die Tier Range und da stand von Tier 8 bis 11 oder sowas. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Okay. Und ich glaub, also, vielleicht habt ihr irgendwas gehört, aber das habe ich noch nicht gehört. Ja, guck mal. Also, ich guck nochmal nach. Aber nee, wirklich. Also, wie gesagt, ganz einfache Erklärung. Moderne Panzer sind einfach von der Bewaffnung her viel zu stark gegen diese Panzer. Es würde überhaupt keinen Sinn machen, jetzt irgendwie, wenn du hier gegen einen, keine Ahnung, nenn mir einen modernen Panzer, du kennst dich besser aus. Leopard 2A6. Leopard, ja, zum Beispiel. Ja, der kämpft dann gegen den Leo 1 und der steht dann hinten mit seinen zielsuchgesteuerten Raketen und der andere sieht den nicht mal und hört auf einmal nur... Aber machen andere Spiele wie War Thunder und Armored Warfare... Ja, aber es sind halt auch andere Spiele. Mhm. Und das ist halt... World of Tanks hat halt so seine eigene Nische mit seinen Panzern, die es in dem Spiel gibt. Und mit dem Konzept, was World of Tanks hat. Ich denke, das ist auch ein Erfolg von World of Tanks, dass man halt eben die Finger weggelassen hat von diesen modernen Kampfpanzern, was vielleicht auch War Thunder und Armored Warfare so ein bisschen auch den Kopf gekostet hat. Dass man bei den Basics geblieben ist, das nicht zu weit, zu groß, zu modern gemacht hat. Und World of Tanks hat ja auch eine riesen Community, was jetzt so Panzersammler angeht. Also Leute, die sich daran erfreuen, an so historischen Prototypen. Leider muss man sagen, dass die Fahrzeuge aus dem Zweiten Weltkrieg hier in einem Tierbereich sind, der nicht so richtig relevant ist, wenn ich so an den Tiger 1 denke, ja, Tier 7. Wäre schon schön gewesen, wenn der auf Tier 8 irgendwie unterwegs gewesen wäre, weil der hätte... Aber gehört er eigentlich zu dem Sherman, der irgendwie noch ein, zwei Tiers drunter ist oder sowas? Auf der Tierstufe 6, aber das kann ich wieder verstehen, weil man das aus Balancing-Gründen gemacht hat, dass irgendwo noch klar ist, der Tiger, der frisst auch zwei, drei Shermans auf. So, genau. Das finde ich schon richtig. Nur ich hätte mir halt gewünscht, irgendwie ein relevantes Tier, so auf der Tierstufe 8 oder so, wo man auch, keine Ahnung, hast du irgendeine bestimmte Steuerung hier eingestellt oder so? Das ist ganz normal. Ich habe wahrscheinlich nur die Verbrauchsgüter anders als und drin. Und 6000 DPI. Man hört jetzt auch gerade, ihr habt nicht nur die Grafik verändert, sondern jede Map hat auch jetzt auch so einen eigenen Soundtrack, der wirklich gar nicht schlecht ist. Jede Map hat einen eigenen Soundtrack und die Soundtracks sind dynamisch. Das heißt, im Spiel hörst du nicht immer das gleiche Lied. Ja. Das heißt, die Instrumente, in welcher Abfolge sie abgespielt werden, laufen durch einen Algorithmus. Und zusätzlich gibt es noch einen Algorithmus, je nachdem, ob dein Team gerade am Gewinnen ist oder am Verlieren ist. Das ändert ist mir schon Musik aufgefallen, auch das ist super. Genau. Jetzt spielen wir hier gerade welche Map? Die kenne ich doch. Das ist Wadi. Sand River im Englischen. Schön offene Map. Genau, war auch eine ESL-Map. Kannst du noch mal was zu... Ihr habt ja was mit den Sounds gemacht, mit der Melodie. Ich habe das gestern, weil immer wenn es für mich scheiße lief, dann bin ich übelst geraged. Dann habe ich gar nicht mehr gehört, weil es soll ja auch, wenn es jetzt je nach Spielstand, soll sich ja die Melodie ändern. Genau, kann ich euch gerne gleich was zeigen? Habe ich zufälligerweise eine Präsentation dabei? Ja. Als die Leute wirklich interessieren. Nein, also habe ich wirklich zufälligerweise dabei. Nicht zufälligerweise, ich habe sie halt schon auf den Rechner rüber kopiert, aber ich dachte eigentlich nicht, dass wir drüber sprechen. Aber ja, es ist halt, je nach Spielstand passt sich halt an, ob dein... wie die Musik ist. Also jetzt im Gefecht habe ich sie jetzt ausgeblendet sowieso, aber wenn du jetzt zum Verlieren gehst, dann hörst du eine andere Musik, als wenn du im Gewinnerteam bist. Und wird es dann dramatischer oder wie muss ich mir das... Genau, also beim Verliererteam ist so ein bisschen aufgewühlter alles, ein bisschen mehr Putsch, der da reinkommt, um dich nochmal ein bisschen anzustacheln, ist doch nochmal alles zu geben und nicht gleich mit deiner Arti hinten ins Wasser zu fahren und dich selbst zu ertränken, sondern es ruhig doch noch mal zu schießen, bevor du das machst. Und Gewinnerteam ist so ein bisschen leichter, ein bisschen. Aber guck mal, jetzt spielt der Maus mal. Jetzt können wir mal alles umkrempeln. Wir kommentieren mal sein Spiel. Genau. Was als erstes auffällt, ist, dass ich mich komplett von meinem Team isoliert habe. Ja, genau. Wie man es halt macht bei World of Tanks.
Weil, an seinem russischen Medium-Tank. MMO, das ist ein russischer Medium-Tank. Ganz genau, fährt er da ganz nach Süden. Man kann ihm zugute halten, er versucht zumindest den Süden zu sichern. Genau. Nee, also ich muss ehrlich sagen, ich wäre auch in die Richtung gefahren jetzt. Mhm. Schöner Schuss. Der war ausgezeichnet. Ich wäre auch in die Richtung gefahren. Ich spiele die Seite einfach lieber. Das ist halt auch immer so eine Sache bei World of Tanks. Klar, du kannst gucken, was macht das Team, spiele ich da jetzt mit, wie spiele ich da jetzt mit. Aber ist halt auch immer so eine Sache, wenn du, also ein paar Kumpel von mir sagen immer so, fahr in deine Komfortzone, das ist ganz wichtig bei World of Tanks. Ja? Da, wo du die Karte kennst, wo du weißt, was du machen musst, wo du halt spielen kannst und wo du auch Bock hast zu spielen. Es macht halt keinen Sinn, nur weil jetzt irgendwie die Hälfte von deinem Team plötzlich sagt, komm, wir fahren jetzt alle links rüber. Und dann sagst du, gut, dann fahre ich da mit und dann stirbst du dann nach einer halben Minute, weil du denkst, eigentlich habe ich da gar keinen Bock auf das Match. Und dann ist halt auch keinem geholfen. Ja, das ist der berühmt-berüchtigte Lemming-Train dann, wie man genau ihn nennt, wenn alle in die gleiche Richtung düsen, der aber auch seine Vorteile hat. Also man kann alles diskutieren, es ist natürlich auch nicht gut, wenn man alleine auf der anderen Seite ist, aber Andreas demonstriert uns gerade, wie man das auch machen kann, ohne irgendwie gleich zu sterben. Das Gute ist halt, er spielt halt als einziger im Moment auf der Seite von unserem Team, aber er spielt halt trotzdem schön defensiv. Ja, jetzt, was er falsch machen könnte, wäre halt, wenn er jetzt einfach Gas gibt, was er jetzt gerade macht. Und wenn man sagt, gucken wir doch mal, wo die Grille da hinten steht. Die ist doch bestimmt nicht allein. So. Gucken wir mal, welcher TD da noch hinten mit ihm steht. Naja, sie ist ja noch außerhalb seiner Draw-Range. Genau. Deswegen noch ein bisschen muss er sich ja jetzt vortasten, weil sonst hat er keine Ziele mehr. Ja, und außerdem capt ja inzwischen schon der Gegner. Nicht mal nur einer, sondern da sind ja jetzt inzwischen schon zwei Gegner im Cap. Und jetzt plötzlich ist Maus der Einzige, der das Spiel drehen kann, weil er der Einzige am Cap ist. Genau, ich meine, noch ist Zeit. Ja, es sind anderthalb Minuten, das ist ziemlich viel bei World of Tanks. Spannend wird so nach, wenn nur 15 Sekunden Zeit sind, bis die. Aber wenn du auf die Karte guckst, von den Heavys da oben, wird keiner es schaffen, mit 90 Sekunden zum Cap zu kommen. Nee, also von dem wird es keiner schaffen. Also er ist im Grunde mit dem T30 und dem Streetswagen da jetzt. Genau, da hat er aber schon allein gestellt. Da hat er eigentlich schon Feuerpower. Er muss halt nur irgendwann so in den nächsten 30 Sekunden mal den Cap aufkriegen. Da unten bei der Moschee ist er und jetzt sucht Maus, glaube ich, jemanden, der da in diesem Cap-Circle ist. Genau, also er nutzt jetzt quasi die Ridgeline von der Düne als Deckung, damit die. Das Objekt zum Beispiel und die Grille ihn nicht sofort treffen können. Da ist die Grille, das ist schon mal schön. Ja, der hat bestimmt getroffen. Ich denke auch. Und er benutzt jetzt quasi die Ridgeline hier von der Düne als Deckung, um sich an den Cap anzuschleichen und wird er jetzt gleich mal rüber pieken. Genau, der ist da. Wie die Kollegen bei World of Tanks immer sagen. Wird er gleich mal rüber pieken und einen aufmachen und dann hoffen, dass der T30 da jetzt auch mal reinlunzt. Und er kommt ganz smart von hinten, sieht man. Die werden gleich überrascht und sein. Der Autoloader kommt auch in die andere Richtung. Und dann muss man oben auf den Balken achten, der wird gleich resettet. Und dann macht er. Alter, ist das. Zack. Und dann hat. Ist ein bisschen schnell eingestellt, ne? Ja. Also ich war auch. Ja, das muss man dazu sagen, ganz ehrlich. Wir haben hier Leute, die spielen das Spiel sehr, sehr häufig, aber mit ihrem Setup. Und das ist eine ganz andere Geschichte, nur mal, um hier eine Lanze zu brechen. Trotzdem läuft das ziemlich gut. Naja. Ja. Du hast das Spiel gedreht gerade. Wärst du nicht da gewesen, wäre es jetzt gerade in dieser Sekunde verloren gewesen. Und jetzt legst du dich mit einem Tier 9, also mit einem T10 an, der ist Stufe 9. Oh, schöner Schuss. Ja, es ist halt easy. Ist ein Wargaming-Account. War das ein Ammo-Rack? Ja, ich habe auf das Ammo-Rack gezielt und dadurch, dass ich halt ein super krasser Spieler bin, ist das jetzt auch. Genau, also halt, wenn du weißt, wo du hinschießt, ja, das war jetzt, sarkastisch, okay? Also, es war einfach RNG und Glück. Aber das ist ja das Coole. Eigentlich dachte man, okay, du kriegst jetzt auf den Sack, aber nein, Glück hat ihn nochmal rausgeholt. Ich will jetzt hier gar nicht cappen, nicht, dass das jemand falsch versteht. Ich bin jetzt hier einfach nur stehen geblieben, um zuzugehen, weil mein Fahrer war gerade tot und die Grille war natürlich eingezielt bei mir. Ja, die hat nur darauf gewartet. Sag mal, ist das neu, dass da jetzt, das sieht so aus, als wäre Sand in. Ja, genau, da ist jetzt Sand auf dem Fahrzeug. Ja. Auch ein neues Feature. Die Fahrzeuge werden dreckig, genau. Genau, wenn du jetzt zum Beispiel durch Wasser fährst, wird das Fahrzeug auch nass und trocknet dann langsam wieder. Aha. Wenn Maus jetzt durch Wasser fahren würde, was auf Wadi nicht so viel vorhanden ist, wie wir sehen hier bei der Wüstenkarte. Nee. Aber dann könnte er den Sand natürlich auch wieder abwaschen von seinem Fahrzeug. Das gleiche mit Schnee. Und wenn du durch Schnee fährst, wird dein Panzer weiß und schneit quasi ein. Genau, also um noch kurz was zu der Engine zu sagen. Da haben jetzt, insgesamt haben da 250 Leute knapp dran gearbeitet. Mhm. Das war die letzten 3 Jahre. Oh. Es haben natürlich nicht immer komplett 250 Leute gleichzeitig dran gearbeitet. Mhm. Aber es war schon so vom Aufwand her, als hätten wir ein neues Spiel programmiert, quasi mit den ganzen Karten und sowas. Also es ist schon mit Abstand das größte Update, was wir bis jetzt in den 8 Jahren bei World of Tanks hatten. Und so schnell werden wir auch so ein großes Update natürlich jetzt nicht mehr sehen. Ja, das wäre jetzt meine Frage. Ich meine, jetzt ist 1.0 ja schon den ganzen Tag draußen. So, was kommt als nächstes? Ja, genau. Als nächstes kommen andere Panzer wieder. Die Italiener? Ja, genau, die Italiener.
Und wann das soweit ist, darf ich jetzt noch nicht sagen, aber es wird auch nicht mehr allzu lange dauern. Ja, das ist eine komplett neue Nation. Bis jetzt gibt es ja irgendwie, weiß ich nicht, 7, 8 oder sowas. 9. 9 Nationen. Die neuesten sind die Schweden oder die Polen oder die Tschechen oder. Ich überlege gerade, die Schweden waren, glaube ich, die letzten. Ne? Die Schweden kamen nach den Tschechen. Ja, die Schweden kamen nach den Tschechen. Genau. Ja, und genau, und danach gab es keine neue Nation mehr. Was es noch gab, war halt, dass einige Skill-Trees erweitert wurden. Ja. Also zum Beispiel die Russen haben neue Panzer bekommen, die Deutschen haben neue Panzer bekommen, die Chinesen haben neue Panzer bekommen, etc. Die Scouts wurden ja überarbeitet vor so knapp einem halben Jahr, würde ich sagen. Mhm. Vorher waren die Scouts ja bei Tier, war das Tier 8 oder Tier 9? Ich weiß es gar nicht. Tier 8 war am Limit, genau. Und das Matchmaking für die Scouts wurde auch überarbeitet jetzt. Das heißt, die gehen jetzt auch bis Stufe 10 hoch, also Tier 10. Und da bist du gerade rechtzeitig weggefahren. Ich werde verfolgt. Ja, ah, ja, ja. Es ist gerade ziemlich spannend. Ein 3 gegen 7. Genau, das Problem ist, dass Maus halt ein One-Shot ist. Das heißt, der Nächste, der ihn trifft, wird ihn wahrscheinlich auch rausnehmen, wenn er nicht bounced. Deswegen versucht er gerade ein bisschen Distanz zwischen sich und die Gegner zu setzen. Ja, genau. Ich weiß nicht, wie gut er spotten kann mit dem Object 430. Ja, du siehst unten die Spot-Range, das ist quasi der grüne Kreis. Ja, ich meine, also auch viel Sichtweite, zum Kamo-Wert. Viel Sichtweite hat er jetzt nicht für einen, also dass du das jetzt so geskillt ist und so. Ja. Also wir haben nicht mal 445 Meter Sichtweite und das ist auf der Tierstufe 10 für einen mittleren Panzer schon recht wenig. Genau. So eine Komfortzone wäre so 470, 480 Meter. Die haben wir nicht, das sehen wir an der Minimap, an den Kreisen. Aber man kann es schon. Der Panzer lebt halt eher auch von seiner Panzerung und nicht so krass von der Sichtweite. Jetzt habe ich da die Chance vielleicht mal. Ja, aber du hast eine Position gefunden, wo du auf jeden Fall nicht von allen Seiten beschossen werden kannst. Das ist schon mal sehr klug. Das Problem ist nur, dass ich kein Backup mehr habe und dass keiner auf meine Ziele schießen kann. Deine Gun Depression scheint auch gerade dem kleinen Strich durch die Gun Depression von dem Panzer ist der Hammer. Und jetzt langsam wird's brenzlig. Ja, genau. Jetzt muss er sich halt. Wie viele genau, kann er noch dreht mitnehmen? Sich um, weil er weiß ganz genau, wenn er sich jetzt nicht um das andere Objekt kümmert, was von da hinten kommt, genau, dann schießt er ihm gleich im Arsch. So. Und jetzt muss er halt irgendwie auf eine Position kommen, dass die von der Seite nicht mehr auf ihn schießen können. Oh, da kommt er. Und weil die Maus halt so schön schnell ist. Ja, Alter, was ist das für eine DPI? Ja, das ist der Wahnsinn. Und buff. Trotzdem kann ich die Stabilität ein bisschen runter. Ich meine, wenn man als Letzter oder Vorletzter stirbt, ist das im Grunde, man hat alles richtig gemacht, kann man sagen. Ja, oder man ist eine Artillerie und hat hinten gewartet. Ja, das auch. Ja. Das auch. Aber ich spiele auch gerne Artillerie. Das mache ich meistens, wenn ich so 20 Spiele hintereinander verliere. Dann spiele ich Artillerie. Aber mal spielen. Wir sind am Ende unserer Zeit angekommen. Ah, okay. Deswegen werde ich es nicht mehr schaffen. Ach so, das ist auch gar nichts. Das war ja nicht so schlecht. Ich finde es ganz super, euch beide mal gespielt zu haben. Mich kann man hier öfter mal sehen. Ja. Dich auch im Internet. Ja. Auf dem YouTube-Channel Maus Akrobat. Genau. Was, Twitch hat er auch, der heißt genauso. Ja, genau. Du haust da täglich Videos raus, oder? Videos, je nachdem. Jetzt werden sicherlich wieder mehr kommen, weil jetzt halt mit HD werden auch wieder neue Kartenkunde-Videos etc. kommen. Also da ist jetzt schon viel Tutorial-Möglichkeiten, was jetzt Neuland ist für viele, auch für mich. Und ansonsten bin ich eigentlich von Montags bis Freitags immer unter twitch.tv/mausakrobat auf Twitch zu sehen von 18 bis Open End, meistens so 22, 23 Uhr. Genau, und da kann man einiges lernen, weil du immer alles erklärst. Das finde ich nämlich immer am interessantesten. Ich gucke auch gerne mal so ein YouTube-Video, aber immer nur dann, wenn ich die Gedanken der Person erklärt bekomme und nicht einfach nur seine geilen Kills. Ich möchte den Gedankengang nachvollziehen, weil das ist das Tolle bei World of Tanks. Deswegen nannte Maus das auch Schach, weil da einfach eine Taktik hintersteckt. Genau. Und die kann so unglaublich mannigfaltig sein, dass man gerne wissen will, welche genau er gerade im Kopf hatte. Das sieht man bei dir. Bei dir sieht man hoffentlich bald viel neue 1.1, 1.2, 1.3 mit alles ganzen geben. Neuen Nationen. Kannst du dir sicher sein, wird alles geben. World of Tanks 2 ja wahrscheinlich auch 2019 raus, oder? Das sage ich nicht. Das sagst du nicht, weißt du nicht genau. Nee. Er gibt ihm jetzt erstmal noch 8 Jahre. Ja, okay. 8 Jahre ist okay. Ansonsten, ihr wart ja auch die Master of Orion letztens rausgehauen haben, also es ist nicht so, als hättet ihr nur dieses Eisen im Feuer. Nein, Total War Arena haben wir gerade rausgehauen. Das ist eine Kooperation mit Creative Assembly und Sega. Genau, die Total War Leute. Die Total War Leute, genau, aus London. Warships läuft noch, Warplanes läuft noch, also da ist einiges. Genau. Guckt euch alles an, ist alles cool. Ja, finde ich auch. Kostet also, auch alles nichts. Also. Das ist korrekt. Wenn euch das gefallen hat, ich meine, ihr seid ja alt genug, wenn euch, ne, Panzerfahren, das ein Ding für euch ist. Also ich wüsste nicht, welches Kind damals kein Panzerquartett gespielt hat. Also in meiner Hut war das auf jeden Fall so. 100% der Jungs wussten, was ein Leopard ist und dies und das mit 6 Jahren.
Und da kommt auch meine Affinität. Wenn ihr das auch habt, schaut mal rein. Die beiden haben es euch gerade gezeigt, wie es geht. Wenn ihr mehr sehen wollt, schaut bei Maus Akrobat vorbei. Und ansonsten gibt es hier jetzt, glaube ich, gleich den Olli, der ordentlich was zocken will. Rainbow Six oder so. Später noch Thieves. Sea of Thieves. Sea of Thieves. Ganz genau. Und ja, ich denke, ich werde auch mal wieder in World of Tanks reinschauen hier auf dem Kanal demnächst. Danke an euch, cool, dass ihr da wart. Ja? Danke für die Einladung. Danke, dass wir sein durften. Kein Problem. Hoffentlich mal bald wieder. Immer gern. Ja, danke an euch, dass ihr dabei wart und tschüss. Ciao. Hau dir rein.